Ja, vielen Dank, Christoph. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Kai Hühner von CDQ. Unser Thema ist Datenqualität, konkret für Kunden- und Lieferantendaten. Und wir sagen, dass Data Sharing, also die gemeinsame Arbeit an Daten, der beste Weg ist, um Datenqualität nachhaltig zu sichern. Was wir damit verstehen und wie man das auch konkret für die Punkte, die Christoph eben angesprochen hat, verwenden kann, möchte ich jetzt in den nächsten Minuten kurz vorstellen. Man sieht in der heutigen Wirtschaft, aber auch in Services, die man vielleicht privat nutzt, dass das Thema Sharing und Sharing Economy rasant zunimmt. Das geht von Carsharing-Angeboten bis hin zu Angeboten von Airbnb, wo man Wohnungen und Ferienwohnungen mieten kann von Privaten, bis aber auch hin zu B2B-Angeboten für teure, für das Teilen und gemeinsame Nutzen von teuren Maschinen, um eben insbesondere Kosten zu reduzieren, Wartung effizient zu schalten und letztlich auch für Nachhaltigkeit zu sorgen. Was es aber eben noch nicht gibt, und das ist durchaus verwunderlich, ist, dass man Data Assets, also qualitativ hochwertige Sätze an Kundendaten, an Unternehmensdaten, an Lieferantendaten, aber auch Metadatenthemen wie Regeln, Regelwerke, Datenqualitätsregeln, Referenzdaten gemeinsam pflegt und bewirtschaftet. Und wir stellen uns natürlich die Frage, warum ist das so? Und kann man da nicht gemeinsam dran arbeiten und das Thema Datenqualität auf eine neue Stufe heben? Damit haben wir vor einigen Jahren begonnen und haben eine Community zum Thema Datenqualitätssharing aufgebaut mit namhaften Unternehmen wie beispielsweise BASF, aber auch Siemens, Bosch, ZF, Schaeffler oder auch Nestle, Evonik, Sartorius, um nur einige Namen zu nennen, die hier bereits in diesem Data Sharing Netzwerk aktiv sind. Der Grund ist ganz schlicht betrachtet, hier aufgeführt auf dieser Folie, ein geteiltes Problem ist ein halbes Problem. Das heißt, wenn man an Themen wie vollständige Unternehmensdaten, korrekte Legalnamen, richtige Steuernummern, korrekte Legaladressen und solchen Themen gemeinsam arbeitet, dann kann man durch diese gemeinsame Arbeit den Aufwand reduzieren, um diese Daten eben korrekt, aktuell und vollständig zu haben. Man reduziert aber natürlich auch letztlich das Risiko, dass falsche Daten verwendet werden, weil schlicht mehr Leute, mehr Personen, mehr Nutzer, mehr Unternehmen auf die gleichen Daten schauen. Wenn wir sagen Data Sharing, dann denken alle in der Regel daran, dass es Peer-to-Peer-Datenaustausch gibt, beispielsweise zwischen Unternehmen wie ZF oder Bosch oder Schaeffler, und stellen sich sofort immer auch die Frage, wie verträgt sich das mit Wettbewerb und ähnlichen Themen. Es ist durchaus so, dass die genannten Unternehmen in gewissen Bereichen Daten direkt miteinander austauschen. Es ist mir aber wichtig zu betonen, dass wir unter Data Sharing durchaus auch Stufen davor verstehen. Das ist zum einen die gemeinsame Pflege von Metadaten, also zum Beispiel Qualitätsregeln, Regelwerken für die Prüfung von Steuernummern, von Adressformaten, von Legalformen und solchen Themen. Wir haben hier in der Community mehr als 1200 Regeln bereits definiert und arbeiten hier kontinuierlich daran, dieses Regelset zu aktualisieren, mit gesetzlichen Vorgaben weltweit ajour zu halten, durch eigene Recherchen, aber insbesondere eben durch Feedback aus dem Netzwerk. Ein zweites Thema hier in der mittleren Säule aufgeführt ist das Thema Datenqualitätsquellen. Es gibt eine große Zahl an Open Data Quellen, an Handelsregistern, aber eben auch an Premium-Angeboten von beispielsweise Dun & Bradstreet, die Unternehmensdaten bereitstellen. Und hier ist ein großer Aufwand, solche Quellen zu identifizieren und die verschiedenen Datenmodelle so zu integrieren, dass der Zugriff und die Integration dieser Daten eben einfach möglich ist. Und auch hier kommt die Community ins Spiel, indem eben diese Quellen gemeinsam identifiziert werden und die Mappings, die Integration der Daten gemeinsam vorangetrieben wird. Und in der letzten Stufe
findet dann tatsächlich der Datenaustausch statt. Das heißt, die beteiligten Unternehmen informieren sich gegenseitig über Aktualisierung, wie gesagt, von Steuernummern, von Legalnamen, von M&A-Aktivitäten und so weiter. Wichtig hier eben zu betonen, weil wir darauf auch gleich in den Get Clean-Aktivitäten zu sprechen kommen, sind aber auch die beiden Stufen davor. Hier entstehen schon signifikante Benefits für die Unternehmen, für die Partner, die hier aktiv sind. Diese Benefits sind hier nochmal aufgeführt. Es sind natürlich Effizienz-Benefits, aber am wichtigsten aus meiner Sicht die erste Zeile, denn das wesentliche Thema ist ja nicht nur Kostenreduktion, sondern eben wirklich höhere Datenqualität. Unsere Sicht ist, dass es für ein Einzelunternehmen heutzutage mit den Anforderungen insbesondere Aktualität und die Dynamik in den Märkten, was M&A-Aktivitäten, aber auch Umzüge von weltweit agierenden Lieferanten angeht, dass man da kaum hinterherkommt. Und wenn wirklich der Anspruch ist, aktuelle Lieferantendaten weltweit zu haben, dann ist eben die gemeinsame Arbeit, das im Netzwerk unternehmensübergreifend, ein probates Mittel, um überhaupt diese Aktualität und Vollständigkeit wirklich gewährleisten zu können. Also bezüglich der Benefits ist eben hier diese erste Zeile aus unserer Sicht sehr zentral. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist zu betonen, dass für sämtliche Analytics und auch AI-Themen eine gute Datenqualität Voraussetzung ist. Also Algorithmen, die auf Dubletten trainiert werden, die auf veralteten, unvollständigen Daten trainiert werden, werden immer auch zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Natürlich kann man Technologien wie AI auch einsetzen, um Dubletten zu identifizieren, aber auch hier sind Trainingsdaten letztlich Golden Records, Daten, die zum Labeling verwendet werden, essentiell. Das heißt, Datenqualität ist hier Enabler für solche Technologien. Ein paar Beispiele, in denen unsere Services verwendet werden, sind hier aufgeführt. Das prominenteste Beispiel ist sicherlich der Merger von Bayer und Monsanto. Hier haben wir unterstützt bei der Zusammenführung der Monsanto-Daten mit den Bayer-Daten. Es war ein recht sportliches Projekt aufgrund des Zeitdrucks. Wir haben hier innerhalb von 10 Wochen über 1 Million Datensätze analysiert und konsolidiert und dabei über 80.000 Dubletten identifiziert. Das war vom Ergebnis so, dass dieser Merger eben im Zeitplan vollzogen werden konnte, die Systeme zusammengeführt werden konnten und aus unserer und auch aus Sicht von Bayer ein sehr erfolgreiches Projekt. Das zweite Statement von BASF verweist auf ein, ja, sag ich mal, Randthema in dem Data Sharing, was aber auch nicht zu unterachten ist, nicht zu unterschätzen ist. In diesem Data Sharing, in diesem Netzwerk werden nicht nur Informationen, wie schon gesagt, zu Adressen, Steuernummern und so weiter ausgetauscht, sondern auch zu Betrugsfällen rund um Bankdaten. Es gibt gefälschte Rechnungen mit gefälschten Bankdaten und Informationen dazu werden eben in diesem Netzwerk ebenfalls ausgetauscht, auch in der anderen Richtung, dass die Unternehmen bestätigte Bankdaten, also das heißt Bankdaten, über die bereits Gelder fließen, seit Jahren miteinander austauschen, um eben die Prüfung neuer Bankaccounts zu vereinfachen. Und das dritte Statement der Firma Sartorius hier verweist auf ein, ja, vielleicht Detailthema, aber einfach um zu zeigen, dass man über diese Services, indem man eben Unternehmensdaten auch aus anderen Sprachräumen, in diesem Fall von Japan, auch Adressdaten verarbeiten kann, zum anderen aber hier eben umfassende Postadressen zur Verfügung hat, dass man hier auch in sehr, ja, tieferen Detailproblem, wie hier das Fehlen von Postcodes, relativ zügig über einen vollständigen Datenpool Mehrwerte schaffen kann und hier eben in diesem Fall auf Knopfdruck fast vollständig die japanischen Kundendaten der Firma anreichern konnte mit aktuellen Daten. Ich würde jetzt auf unseren Get Clean-Ansatz eingehen, das heißt das Verfahren, in dem wir Bestandsdaten, Lieferantendaten bereinigen. Bereinigen heißt bei uns Fehler identifizieren in den Daten, zum Beispiel veraltete Steuernummern, aber auch Dubletten identifizieren,
zusammenführen und letztlich auch fehlende Daten anreichern. Wir unterscheiden hier eben drei Phasen. Die erste ist die Cleanse-Phase, in dem es, wie schon gesagt, eben darum geht, zum Beispiel alte Steuernummern zu identifizieren, um die dann bei dem Matching, bei der Suche nach Duplikaten nicht zu berücksichtigen und so falsch positive Treffer auszuschließen. Die zweite Phase, das Consolidate, umfasst letztlich die Suche nach Datensätzen, die das gleiche Unternehmen, den gleichen Lieferanten repräsentieren, also von Dubletten, und auch die Konsolidierung, das heißt das Bilden von Golden Records über Regelsätze. Und in der dritten Stufe reichern wir dann diese Golden Records, also diese konsolidierten Datensätze an, unter anderem zum Beispiel über Analysen, wo wir nach natürlichen Personen suchen oder wo wir Legaladressen aus Handelsregistern und so weiter ergänzen, bis hin zu, dass wir Daten von Partnern wie Dun & Bradstreet verwenden können, um Legalhierarchien, um Industriecodes und so weiter anzureichern. Ich würde jetzt durch diese drei Phasen durchgehen und jeweils ein Beispiel zeigen, was da konkret passiert. In der ersten Phase im Cleanse, wie eingangs schon gesagt, kann ein Problem sein, dass Steuernummern vorhanden sind, die nicht mehr gültig sind. Insbesondere Mehrwertsteuernummern in der Europäischen Union sind ja nur zeitlich begrenzt zulässig und abgelaufene Mehrwertsteuernummern können darauf hinweisen, dass ein Unternehmen vielleicht nicht mehr im Geschäft ist oder transformiert wurde oder ähnliche Aktivitäten passiert sind. Das heißt, solche Daten sollten beim Matching, bei Suchen nach Duplikaten, nicht berücksichtigt werden. Und natürlich falsch gepflegte Umsatzsteuernummern und Ähnliches sollte man einfach rausnehmen und eben beim Matching nicht berücksichtigen. Das passiert im Cleansing. Wir verwenden hier das Regelset, was eingangs schon verwendet wurde, um eben Datenfehler zu identifizieren und zu löschen. Hier sind einige Beispiele aufgeführt falscher Steuernummern. Wir können hier auf verschiedenen Ebenen prüfen. Das sind einfache Formatchecks, Prüfungen von Checksummen, aber eben auch Prüfungen, ob wirklich die bestimmte Nummer registriert ist, bis hin zu, ob sie zu dem angegebenen Namen passt, also eine Qualifizierung durchführen. Dann entsprechend den Anforderungen solche IDs aus dem Datenbestand rausnehmen. Diese Analysen führen wir durch über eine Web-Applikation, über Tools, über die CDQ-Apps. Das ist hier dargestellt, einfach nur um einen Eindruck zu geben, wie das Ganze aussieht. Wir haben eben hier verschiedene Applikationen, verschiedene Apps, die hier linker Hand aufgeführt sind. Und man kann jetzt zum Beispiel für den Schritt, den ich gerade gesagt habe, die Datenvalidierung, also die Suche nach Datenfehlern in einem Datensatz mit Lieferantendaten, kann man diese Daten hochladen hier in unsere Cloud, also einfach eine Excel-Datei beispielsweise hier hochladen. Entsprechende Templates stehen zur Verfügung. Und wenn diese Daten, wie hier zum Beispiel 90.000 Datensätze aus 170 Ländern, wenn diese Daten in unsere Cloud hochgeladen wurden, dann kann man hier Validierungsjobs starten und sich dann am Ende einen entsprechenden Report runterladen. Dieses Verfahren funktioniert eben für diese Datenvalidierung in gleicher Weise für Adress- und Unternehmensdatenbereinigung, aber eben auch für das Duplicate-Matching, was ich gleich noch zeigen werde. Das Ergebnis dieser Analysen sind dann solche Reports. Wir liefern Reports in Form von Excel-Dateien aus, einfach aus dem Hintergrund, dass man in diesen Dateien relativ einfach sortieren und filtern kann, um beispielsweise, wie hier angedeutet, die Datensätze zu selektieren, zum Beispiel hier über einen Farbfilter in der Spalte G, die Datensätze zu selektieren, in denen ein Fehler vorliegt. Die Fehler sind dann jeweils in anderen Spalten entsprechend markiert. Beispielsweise hier für diese Steuernummer ist das Format bestätigt worden, die Checksumme bestätigt worden. Es gibt aber einen Fehler in dieser Regel. Über den Link käme man jetzt zu der Dokumentation der Regel. Und diese Regel besagt einfach, dass diese Nummer nicht registriert ist als Mehrwertsteuernummer in der EU. Das heißt, sie ist abgelaufen oder ist tatsächlich nie registriert gewesen. Und über diese
Über diese Analysen kann man dann relativ rasch beispielsweise falsche Steuernummern feststellen. Wir prüfen aber auch auf bekannte Legalformen pro Land, Postleitzahlformate und so weiter. Die zweite Phase, die Consolidation oder Matching-Phase, analysiert dann die Daten auf Dubletten. Das heißt, es werden Datensätze gesucht, die sehr ähnlich sind, das heißt, den gleichen oder ähnlichen Namen haben, ähnliche Adresse haben und so weiter. Man kann diese Vergleichsoperation sehr umfassend konfigurieren, das zeige ich gleich. Aber grundsätzlich läuft dieses Verfahren einfach so, dass Gruppen gebildet werden, also ähnliche Datensätze gruppiert werden und man dann auch hier wieder über Exit Reports Bewertungen vornehmen kann. Passt diese Gruppierung? Muss man die Konfiguration anpassen? Oder sind das tatsächlich die Dubletten, die man am Ende des Tages zusammenführen will? Die Konfigurationen, wie gesagt, sind sehr umfangreich. Um nur ein Beispiel zu nennen, wir haben hier ein Ergebnis einer Matching-Gruppe, die einfach zusammengeführt wurde aufgrund ähnlicher Namen. Man sieht schon, die Adressen sind zum Teil etwas unterschiedlich und die Matchings sind vor allen Dingen passiert, weil hier in all diesen Datensätzen Personalberatung auftaucht. Das ist ein übliches Problem. Das ist letztlich vielleicht etwas industriespezifisch. Bei dem einen Unternehmen sind es öfter die Ingenieursbüros, bei dem anderen die Baumschulen oder Ähnliches. Aber letztlich ist das ein übliches Problem, was man nicht allgemeingültig irgendwo in Matching-Tools konfigurieren kann. Wir können hier aber eben relativ einfach bei solchen Ergebnissen eben solche Begriffe identifizieren, in den Konfigurationen ausschließen und dann einfach in einem zweiten Lauf, den man über diese Web-Applikation, die Sie gesehen haben, starten kann, eine neue Gruppierung vornehmen, die eben hier dann deutlich differenzierender bereits aussieht und offensichtlich ganz gute Treffer findet, was man hier vor dem ersten Ergebnis eben noch nicht sagen konnte. Diese Konfigurationen würden in einem Projektmodus würden wir von CDQ oder Kollegen von Absolut vornehmen. Also das heißt, es ist hier nicht der Anspruch, dass Sie für ein Bereinigungsprojekt diese sehr umfassenden Konfigurationsmöglichkeiten erlernen und durchführen können. Diese Tools stehen auch als Self-Services zur Verfügung für längere Projekte oder wiederkehrende Aktivitäten. Aber wie gesagt, für Bereinigungsprojekte, die einmalig durchgeführt werden, können wir das als Dienstleister gerne für Sie übernehmen. Die dritte Phase bezieht sich dann darauf, dass Daten angereichert werden. Und anreichern kann relativ einfach sein im Sinne von, dass man zum Beispiel Geokoordinaten ergänzt oder einen Regionscode ergänzt oder solche Dinge macht. Es kann aber auch komplizierter sein, dass man zum Beispiel Steuernummern ergänzt, die man erst aus externen Quellen laden muss oder dass man, wie in diesem Beispiel hier, auch eine Legaladresse ergänzt. Wir haben hier für das Unternehmen Bayer eine Adresse in Köln und können dann aber über unsere Datenbank feststellen, was die tatsächliche Legaladresse zu diesem Unternehmen ist und dann entsprechend die Legaladresse anreichern und die vorhandene Adresse, die nicht falsch ist, die in diesem Fall auch tatsächlich zu Bayer gehört, eben als andere Adresse klassifizieren. Die Basis für diese Anreicherung ist ein Datenpool, den wir aufbauen über externe Datenquellen und aber auch die Daten, die wir aus der Data Sharing Community erhalten. Um Ihnen hier einen Eindruck zu geben, kann man hier auch unsere Web-Applikation nutzen. Ich suche jetzt hier in diesem Fall mal nach der CDQ in Deutschland, suche und finde jetzt hier Treffer in unserer Datenbank aus den verschiedenen Quellen. Beispielsweise haben wir hier einen Treffer aus dem Deutschen Handelsregister. Wir haben einen Treffer aus der Dun & Bradstreet Datenbank, die wir integriert haben. Wir haben einen weiteren Treffer hier einfach über Google. Bei Google sieht man beispielsweise, liefert keinen Identifier. Das ist das, was Sie auch kennen von der Webseite von Google, Google Maps. Es liefert aber eine detaillierte Adresse mit beispielsweise Geokoordinaten.
Wenn man sich jetzt den Dun & Bradstreet-Treffer anschaut, dann ist der deutlich umfangreicher. Ist natürlich auch mit Kosten verbunden, diese Daten nutzen zu dürfen. Hier sind dann die verschiedenen Identifier, die DUNS-Nummer oder hier die Registernummer in Deutschland enthalten und vor allen Dingen auch Hierarchieinformationen, wie beispielsweise die Information, dass die CDQ GmbH, die hier getroffen wurde in Deutschland, letztlich zur CDQ AG in der Schweiz gehört. Also hier gibt es viele Möglichkeiten, die man dann nutzen kann, um wieder zurückzukommen, um eben Daten in der dritten Phase nach Bereinigung, nach Konsolidierung letztlich dann anzureichern. Auf einen Aspekt möchte ich noch eingehen, und zwar das bereits eingangs angesprochene Stay Clean. Wir haben jetzt bisher gesprochen über Get Clean, das heißt also das einmalige Bereinigen eines Datenbestands. Unser zentraler Service der CDQ AG ist allerdings das Stay Clean, also das heißt das nachhaltige Sichern von Datenqualität. Und den Ansatz, den wir hier anbieten, der ist hier dargestellt in diesem Architekturbild. Letztlich können Sie als Unternehmen Ihre Daten übertragen in unsere Cloud. Das heißt nicht, dass Sie die gesamte Datenpflege an uns abtreten, sondern einfach eine Kopie, in welcher Frequenz Sie das wünschen, täglich, wöchentlich, monatlich, in unsere Cloud übertragen und wir diese Daten letztlich mit unseren Services überwachen können. Das heißt, wir können auf diesem Datenbestand dann nach Datenfehlern, falschen Steuernummern, Adressfehlern suchen. Wir können Daten anreichern über die genannten Quellen. Wir können Dubletten identifizieren und wir können noch weitergehen bis hin zu Compliance-Checks, was ich gleich noch kurz sagen werde. Mit diesen Analysen können wir Ihnen dann regelmäßig Reports bereitstellen, das heißt wöchentlich sagen, wie Ihre Datenqualität ist, wo Sie Möglichkeiten haben für Anreicherungen und welche Dubletten es gibt. Das machen wir in der Form von wöchentlichen Mailings, Weekly Reports, wo Sie einfach Zusammenfassung bekommen, aber eben auch in Form von Detailreports, wie Sie das gerade schon gesehen haben, auch im Get Clean, worüber man dann auf die wirklich detaillierten Fehler pro Record hingewiesen wird und die entsprechend verarbeiten können. Natürlich können Sie auf alle Informationen auch technisch über APIs zugreifen, um die Ergebnisse in Ihre Tools zu integrieren. Die Daten, die wir dafür nutzen, kommen im Wesentlichen aus drei Quellen. Das sind zum einen öffentliche Datenquellen, Handelsregister und Ähnliches. Das sind zum zweiten Premium-Daten, wie beispielsweise Dun & Bradstreet-Daten, wie gerade im Beispiel gesehen. Und das sind zum dritten Daten aus dem Data-Sharing-Netzwerk von beispielsweise Bosch, ZF, Siemens und so weiter, die hier eben in diesen Sharing-Aktivitäten teilnehmen. Und darüber, wie gesagt, ist eine kontinuierliche Überwachung der Daten, der Datenqualität möglich und Anreicherung mit dem Aktualitätslevel, wie es diese Quellen bieten. Das heißt, Sie haben tagesaktuell Veränderungen direkt in Ihren Daten. Ein Aspekt, den ich gerade schon gesagt habe, ist das Compliance Monitoring. Wir haben hier auch über einen Partner Info4C Zugriff auf aktuelle Compliance-Daten, das heißt Embargo, Sanktionslisten, aber auch in der zweiten Spalte nationale Blacklisten, industriespezifische Bannlisten bis hin zu Listen von Personen, die politisch exponiert sind, das heißt in Parlamenten sitzen, Familien von Präsidenten sind und so weiter. Das heißt, Sie können hier in verschiedenen Stufen Ihre Daten überwachen lassen, das heißt wöchentlich prüfen lassen, ob Ihre Daten in irgendeiner dieser Listen gefunden werden. Und Sie können natürlich diese Services auch verwenden, um bei der Anlage von Daten in Workflows die entsprechende Prüfungen durchzuführen. Das ist ein Aspekt, der eben neben den Double-Case-Checks, neben den Anreicherungen, neben der Datenvalidierung zusätzlich verwendet werden kann und im Zweifel im Bereich Lieferantendaten, Procurement sicherlich relevant ist. Visit us on cdq.com.